Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem weiteren Total Warhammer 2 Gastschlacht-Replay, das mir eingesendet worden ist von Mad Techless, einem ganz besonderen Zuschauer, der immer die Hochelfen spielt und mittlerweile mit Sicherheit unglaublich gut mit ihnen geworden ist, zusammen mit Mad Techless. Und Techless, ja, als General, das passt ja schon sehr gut. In dieser Runde spielt er auf der Wüste gegen eine Armee der Norska. Und hat selber eine sehr schöne Formation mitgebracht. Sowas sehe ich gerne. Also eine der Dinge, die ich am liebsten bei Total Warhammer mag, ist und generell in Warhammer-Spielen, ist die wunderschönen Formationen, die man machen kann. Und ich habe so das Gefühl, bei Warhammer sind die Formationen, die Armeeformationen nochmal viel wichtiger als zum Beispiel bei Rome. Da kam mir das immer vor, oder in Medieval-Teilen, indem man irgendwie immer eine richtig lange Arkebusier- oder Armbrustschützenlinie gemacht hat, hat man sich beschossen und dann war irgendwie nicht so viel los und hier ist das alles viel irgendwie lustiger, interessanter. Was meint ihr dazu? Gerne eure Kommentare dazu. Unter das Video sind Formationen der Armee wichtiger geworden oder nicht oder bilde ich es mir ein. Okay, genug über dieses Geschwätz. Falls ihr den Kanal unterstützen wollt, klickt auf den Mogel-Link unter die Videobeschreibung und kauft euch irgendwas, was ihr haben wollt. Und wenn ihr nichts haben wollt, kauft euch nichts. Das ist die beste Situation. Mad Techless hat eine Frontlinie aus dreimal Speerträgern aufgestellt. Der Rücken wird geschützt durch Seegarde von Lotharen. Mal drei. Und im Zentrum, das kann man eigentlich sehr gut machen. Seegarde von Lotharen macht die Anti-Kavallerie. Aktion durch ihren Bonus gegen Groß und Ansturmabwehren gegen Groß und schützen so zwei günstigere Bogenschützenregimenter hier. Anti-Infanterie-Elite, Schwertmeister von Hoth, ist hier hinten geparkt, wahrscheinlich damit sie nicht beschossen wird von Gegnern vorzeitig. Die sind besonders dann wertvoll, wenn sie in den Nahkampf kommen. Zweimal illyrianische Grenzreiter, Kavallerie, leichte Kavallerie mit sehr langen Lanzen und überraschend hohen Angriffsbonus und Waffenwerten dafür, dass sie so eine leichte Infanterie sind, Kavallerie sind, ohne Schilde. Dazu eine Adlerklaue Speerschleuder, um den Gegner in Zugzwang zu bringen. Ein Frostherz Phönix, der persönlich auch mein Favorit Phönix ist. Stark weit voraus vor dem Flammenphönix wegen der Reduktion des Nahkampfangriffs um 9. Das ist schon echt richtig viel. 9 Reduktion. Zusätzlich haben wir Techless da, den haben wir vorher schon gesehen. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Zaubersprüchen, also fast alle mitgenommen. Ich persönlich würde hier eher auf Mäßigung empfehlen, weil so viele Zaubersprüche benutzt man in einer Schlacht selten. Zusätzlich nochmal Bogenschützen der illyrianischen Grenzreiter. Und das war's auf dieser Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Norska, die sehr schön zu sehen mit zwei Streitwagen in den Kampf ziehen. Allerdings sind das die Eiswolf-Streitwagen und aus irgendwelchen Gründen haben die sehr wenig Masse und kommen kaum durch gegnerische Einheiten durch. Vielleicht werden sie sich hier auszahlen. Dazu haben wir gepanzerte Hautwölfe und eine riesige Linie aus Barbaren mit zwei Handwaffen. Eine fragwürdige Wahl meiner Meinung nach. Mit lächerlich niedriger Nahkampfabwehr von 20 und auch der Nahkampfangriff ist nicht so hoch. Dafür ist Trog dabei. Der hat in diesen Werten deutlich mehr. Ja, und kann auch ein bisschen kotzen, wenn er Lust hat. Dazu noch zweimal Fimir Fluchunholde mit dem gleichen Zauberspruch. Das wäre nicht regelkonform. Mit Entkräftung. Gar nicht mal schlechte Idee. Ich sehe, was dieser Norska-Spieler hier versucht. Er wird damit probieren, zwei gegnerische Einheiten mit Entkräftung zu belegen. Er kann sogar overcasten, aber dazu würde er wahrscheinlich nicht genug Magie haben. Er muss versuchen, die gegnerische Linie mit der Entkräftung zu schwächen. Bei zwei Einheiten kann er es machen, um so seinen Schaden zu maximieren. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird. Und dann hat er noch hier ein paar Bestien von Tashnar. Sehr gute Anti-Groß-Einheiten. Auch alle tätowiert am Hintern, so wie es aussieht. Auf beiden Seiten. Man kann sagen, das ist der Oberschenkel. Es ist der Oberschenkel. Elfenformation ist ziemlich eng. 56 Nahkampfabwehr bei den Speerträgern wird kaum zu knacken sein von diesen Barbaren. Mit zwei Handwaffen mit gerade mal 34 treffen so gut wie nichts. Werden auch schon mal ein bisschen vorgeschädigt. Und die Bestien von Tashnar versuchen gerade die Bogenschützen zu fangen. Mit einer Geschwindigkeit von 90 werden sie allerdings wenig Probleme haben, vor den Bestien von Tashnar zu flüchten und sie aus der Ferne zu beschießen.
Ach, schnelle Elfen. Schnelle Elfen. Und die Bestien von Tashnar wurden abgefangen. Da hat der Norska-Spieler nicht aufgepasst. Hat einen Gegenangriff durch die Illyrianischen Grenzreiter abbekommen. Und die sind weg. Auf der anderen Seite gibt es schöne Angriffe mit den Streitwegen. Jedenfalls einen schönen Angriff, aber so gut war der jetzt auch nicht. Obwohl, die Seegarde von Lothair hat so viel Schaden gemacht. Das heißt, sie wurde aus der Seite angegriffen und konnte nicht ihren Ansturm abwehren gegen Groß einsetzen. Die anderen Streitwagen sind abgefangen worden und schon fast tot. Und das nur durch die Illyrianischen Grenzreiter. Das ist wirklich ziemlich stark. Okay, ich glaube, die Adakau Speerschleuder hat auch ihren Beitrag geleistet. Hier werden die Hautwölfe mit Panzerung alleine in den Kampf gegen Speerträger geschickt. Das ist keine gute Idee. Die sollten lieber hier gegen die Kavallerie helfen. Dann wäre die schnell weg. Aber nun ja, das sind alles Dinge, die man lernen muss. Und die Streitwegen sollten aus diesem Nahkampf raus, sonst werden sie zerrissen. Und genau das passiert gerade auch. Ungeschickte Position für die Norska. Sie müssen hier den Hügel angreifen. In die vorbereiteten Speere der Hochelfen. Das sieht schon verdammt cool aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Chaos diese Entkräftungen einsetzt. Und die Hautwölfe bereits unnötigerweise geflohen. Streitwegen sind auch weg. Und nochmal, wilde Schlunden, die habe ich gar nicht gesehen vorher, sind da. Und wenn die jetzt nicht gegen die Illyrianischen Grenzreiter eingesetzt werden, dann kann dieser Norska-Spieler noch, weiß er nicht genau, was er mit seiner Armee hier anfangen soll. Und wir sehen noch keine Entkräftung, die bisher gecastet worden ist. Aber er reduziert die gegnerische Panzerung mit diesem Fimefluch und Holden, aber warum? Die sind eh nicht so stark. Ah, zerbrochene Rüstung auf beiden Seiten durch die Fimir-Flugunholde. Dazu kann man die schon mitnehmen, aber ich denke, sie sind immer noch ziemlich teuer für das, was sie da können. Okay, endlich werden die wilden Schlunde, so wie es aussieht, auf die Kavallerie geschickt. Aber bis sie da sind, wird es vielleicht schon zu spät sein. Und Throck hat in dieser Armee aus große Probleme, da so viele fiese Spitzohren mit Pfeilen da sind. Und Anti-Großeinheiten, dass er vielleicht eine kleine Anzahl von Spitzohren niedersmashen kann, bevor er selbst erledigt wird. Oh, ich sag mal Barbarenjäger, die hab ich auch vergessen. Und zwar mit den Wurfäxten. Sollten sie hier auf die Schwertmeister von Hoth werfen. Die sind tatsächlich schon fast besiegt. Einmal Entkräftung auf die Schwertmeister, gar nicht schlecht. Hier wurde keine Entkräftung gecastet. Ah, doch hier hinten. Auf die Seegarde von Lothern, das halte ich auch für eine fragwürdige Entscheidung. Und es sieht so aus, als wären die Barbaren mit zwei Waffen hier abgeprallt durch die Kombination Fernkampffeuer und die Speerträger. Und die anderen Speerträger halten weiterhin die Linie. Das ist schon ärgerlich. Das ist schon ziemlich ärgerlich für die Norska. Was nicht so ärgerlich ist, ist, dass hier die Hautwölfe im Kampf sind gegen die Illyrianischen Grenzreiter. Aber ihr Schaden, den sie genommen haben, ist extrem hoch. Extrem hoch, sehr überraschend. Oh, die ersten Norska fliehen. In Panik, entsetzt durch den Frost, Herz Phönix hat ausgereicht, um die Barbaren mit Zweihandwaffen zu vertreiben. Und jetzt können sie konzentriert von den Bogenschützen und der Seegarde von Lothern beschossen werden. Und dann ist diese Runde zu Ende. Dieses Replay hat Mad Tekmus übrigens Niesersieg genannt. Ich schätze, er hat sehr oft genießen müssen während diesem Spiel. Da ist nichts mehr zu machen für die Norska. Das war eine Armeeaufstellung, die nicht optimal war gegen die Hochelfen. Ich hatte hier wahrscheinlich mit Phönixgarde und mit sehr vielen Schwertmeistern von Hoth gerechnet. Dann hätte diese Armeeaufstellung, denke ich, sogar gut funktioniert. Durch die Rüstungsreduktion der Fimirs, Entkräftung und vielen Barbaren mit zwei Waffen hätte das wirklich einen Erfolg bringen können. Aber bei dieser Armeeaufstellung von Mad Tactics mit Masse, wenig Panzerung, vielen Fernkämpfern, war hier einfach nichts zu machen. Und dann gab es noch einige Fehler, was das Micromanagement der Streitwegen anging. Und meiner Meinung nach auch der Zaubersprüche. Vor allem die Streitwegen, die haben so ein hohes Schadenspotenzial gehabt bei dieser Armee,
mit so vielen stationären Speerträgern. Wenn der Streitwagen hier durchgefahren wäre, hier durch, jetzt sind ja zwei davon gewesen, wäre die Linie mit Sicherheit gebrochen. Und dann hätten die Norsker gewonnen. Mad Teclis hat nämlich nicht wirklich viel gehabt, um die Streitwagen abzufangen. Er hätte seine illyrianischen Grenzreiter darauf schicken müssen, aber die wären von den wilden Schlunden vernichtet worden. Wie wir jetzt gesehen haben, haben sie schon ein Regiment dann vernichtet und die Frostherz-Phönix kommt gleich hinterher. Und dann hätte das funktioniert, aber der Norsker-Spieler hat das nicht im Blick gehabt und entsprechend seine Armee nicht zur optimalen Effektivität, die sie hätte haben können, eingesetzt. Das war ihr Ende. Und das war das Ende. Wir haben leider keinen glorreichen Angriff der Hautwölfe auf die Speerschleuder gesehen. GG an Mad Teclis, der hier einen ganz eindeutigen Sieg über Faon mit einer trotzdem interessanten Armeekomposition gezeigt hat. Hat mir eigentlich gar nicht so schlecht gefallen, aber gegen diese Armee hatte das einfach keine Chance mit dem Einsatz der Streitwagen, den wir hier gesehen hatten. Trotzdem GG, danke für das Einsetzen dieses Replays. Mad Teclis, falls ihr ein schönes Replay habt, schickt es mir an explodinghamster1@hotmail.com oder postet es auf dem Discord. Ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.